So, hier wird kein Alkohol getrunken. Nur Wasser aus einer braunen Flasche. Oder Wasser aus einer hellen Flasche. So. Apropos. Prost zusammen. Und zum Wohle. So. Ich schaue mich noch mal ein wenig hier um mit euch, um mal zu gucken. Ich bin einfach mal mutig, habe mal die Tür geöffnet. Ob wir hier einen Hinweis finden für den Tresor. Denn... Na, da ist nur ein Stempel drauf. Metalltür, okay, ist verschlossen. Okay, haben wir voll. Da sind Würstchen. Ach ja, die Blutwürstchen. Steht hier was drin? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich höre aber schon wieder, dass hier irgendwo wieder die Zeit verlangsamt. Das können wir gleich mal ausprobieren. Beim nächsten Gegner probieren wir das mal aus. Was liegt hier? Ach nee, das ist nur Licht, ne? Ja. Da waren wir schon drin gewesen. Okay. So. Dann gehen wir mal nach oben. Boah, was eine hässliche Fratze. Schrecklich. So. Den Bildschirm wieder gerade rücken. Damit ich im Bild bin. Im Bilde bin vor allen Dingen. So, jetzt müssen wir aufpassen, denn da oben standen welche. In Dr. Galvanis Büro. Oder Labor. So, gehen wir mal. Verdammt. Ich glaube, er ist tot, oder? Natürlich. Aber haben wir Verdächtige? Verdächtige sind da. Verdächtige? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Ich gebe denjenigen einen aus, der es getan hat. Aber was schreibst du in den Bericht? Ich geh mal hier lang. Ich versuche mal hier lang zu gehen. Du bist ein Riesenidiot. Ja, hat er wohl was Wahres gesagt. Wo geht denn lang? Ach, da lang. Da geht einer lang. Okay. Der andere ist da hinten. Der hat eine Maske auf. Ich weiß nicht warum. So, legen wir den mal schlafen. Das hat ja wunderbar geklappt. Da ist übrigens das Bücherregal. Das hatten wir ja schon gesehen. Ach, der läuft da hinten lang. Okay. Hinweise. So. Haben wir jetzt getan. Oh, eine Rune. Damit haben wir die Rune auch schon gefunden. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwie den Hinweis finden für den Tresor. Stadtwerke, das hatten wir, glaube ich, auch schon gelesen gehabt. Ich glaube, die Statuen haben alle das gleiche schöne Gesicht. Ja, Prost, HSV-Fan, zum Wohle. Ne? Lass es dir schmecken. So, was ist denn hier? Schalter? Achso, nein! Uha! Finden wir denn hier noch irgendwie einen Hinweis? Da liegt nur Medizin. Hier haben wir noch Beute. Die nehmen wir natürlich mit. So, da haben wir nochmal ein Buch. Wir würden mal eben kurz schnell durchstöbern. Wie gesagt, auf YouTube einfach pausieren und selber lesen. Da steht aber auch nichts drin. Nichts Wissenswertes, zumindest für Galvanis Laborschlüssel. Okay. Was haben wir hier? Okay. Der steht auf jeden Fall da rum, das heißt, wir können mal hier weitergehen.
Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ach ja, hier war ja die das hübsche Gemälde und ein Buch auf dem Klo. So. Das Lied. Genau, ich glaube, das hatten wir, glaube ich, gelesen gehabt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da steht aber auch nichts drin für den Safe. Scheiße, der kommt hier lang, ne? Verdammt. Aufstehen, sofort! Ah, der hat einen Schlüssel bei sich. Ich finde dich schon noch. Ja, ja, du findest mich. Und wie du mich findest. Dreh dich jetzt nicht um. Der dreht sich jetzt um, der dreht sich jetzt um, der dreht sich jetzt um. Nein, mach... Nein! Wachen! Scheiße, 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 scheiße. Ich weiß, dass du hier bist. Das ging ja schnell. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ach, halt den Schnabel. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Der findet dich gleich und spielt mit dir dann... Sag ich ja, der spielt mit dir. Ich würde gerne den Schlüssel haben, den er hat. Hallo, wieso kann ich denn nicht gerade... Wo bist du? Ah, jetzt. Hey, hey, hey. So, Galvanis Hausschlüssel haben wir gefunden. Ein typischer Flexi-Moment natürlich. Das ist immer so. Die tragen aber komische Masken. Naja, Hauptsache, wir haben sie schlafen gelegt. So, ich frage mich, wofür die Schlüssel sind, die wir haben. 40 Minuten an Soma. Ja. Und für dich auf YouTube geht es ja sowieso in Soma weiter, wenn du da Folgen guckst. So, la 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 la. So. Ich schaue gerade mal so ein bisschen in die Aufnahme. Okay, die Aufnahme ist ganz schön verzögert jetzt schon. So, der Tresor war unten, ne? Ist so mal heftig? Ich finde schon. Also ist schon ganz schön krass. Wo war denn nochmal der... Hä? Wo war denn nochmal der Tresor? Ach, der war auf der mittleren Etage, ne? Hier war der, glaube ich, ne? Kombination erforderlich. Woher soll ich denn die Kombination wissen? Verdammt. Steht hier was drauf? Nein. Bah, schäbig. Scheußlich. Das Bild. Für jemanden die Kombination finden werden? Was steht da? 15, 12? Nee, oder? Was steht da in der Mitte? Was steht da? 13, 12? Aber ich denke, glaube ich... Ich glaube, ich denke schon wieder viel zu kompliziert. Das wäre, glaube ich... Aber es passt nicht. Wir brauchen nur drei Zahlen. Verdammt, Mist. Ich glaube, ich denke schon wieder viel zu kompliziert, wo die Kombination stehen könnte. Naja, gut. Dann würde ich sagen, dass wir mal 412. Da bist du dir hundertprozentig sicher, dass es 412 ist? Oder ist das geraten? Ich probiere das jetzt aus. Und wehe, wenn nicht, dann bist du schuld, Chillerkiller. Ich probiere das jetzt aus. So, warte. 4. Oder du hast gerade irgendwo geguckt. 1, 2. Nein. Funktioniert nicht. Gut, dann werden wir mal... Ich werde aber nicht unten rausgehen, sondern... Oder warte mal, wir sind ja oben, ne? 4, 7, 1, 1. Ich brauche nur drei Zahlen. 4, 7... Eins? Nein.
Wie kommt ihr eigentlich jetzt auf 447 vor allen Dingen und 4 am Anfang? Ich habe jetzt keine Ahnung, das ist gut. Ja gut, gehen wir mal zurück und geben dem Typen mal Bescheid, dass wir da mal, dass wir wissen, dass sein Kollege doch umgebracht worden ist. Nicht von uns. Nicht von unseren Händen. Und wir müssen ja den Chaosfaktor so gering wie möglich halten. Das tun wir ja momentan. So, lalalala, lalalala. Sprengstoff. Sprengstoff geht? Ich glaube nicht. Das ist die beste Ahnung. Ja, keine Ahnung. 007. Apropos 007, HSV-Fan, da sprichst du was Gutes an. Ich habe nämlich heute so ein bisschen, ich war heute so ein bisschen auf YouTube unterwegs, war so ein bisschen am Stöbern. Und mir ist aufgefallen, es ist ja schon seit längerem auch kein James-Bond-Spiel mehr rausgekommen. Und ich liebe, und ich habe die James-Bond-Spiele eigentlich sehr, sehr gemocht. Also es waren teilweise natürlich auch Müllspiele dabei, aber ich würde mir gerne mal so ein neues James-Bond-Spiel wünschen. Das wäre echt cool. So, Destillierbezirk müssen wir wieder hin. Ich würde gerne mal schauen. Es kommt nur auf die Menge an. Noch 35 Minuten, ja. Sind da wieder die Unsichtbaren jetzt? Wahrscheinlich, ne? Oder? Tatsache, ich glaube das nicht. So, der ist schon mal weg. Probier mal eben was, warte mal. So. Dass wir hier von den Unsichtbaren so ein bisschen fliehen können. Es kommt auch keins mehr, nie wieder. Weil keiner wirklich das gut hinkriegt, 007 Games zu machen. Ja, stimmt. Auch verwendete Passwörter, ja. Hier läuft doch irgendwo einer, oder? Ich höre doch Schritte. Oder ist er hier drin? Ach, da. Huh, ha. Ciao. Aua, Alter. Geh pennen. So. Ich glaub's ja wohl. Schieße uns erstmal an, ey. So. Hab ich doch richtig gehört, dass ich da jemanden bemerkt habe. Aber der hat sich zu schnell umgedreht. Ii. So. Achso, ist gerade in der Nähe ein Runenartefakt oder so. Schauen wir mal. Oh. Das ist ja wirklich ganz in der Nähe. Dann schauen wir doch mal. Huha! 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 Hallo! Bring doch rüber! Vielleicht sollte ich nicht in den Raum stürmen, sondern vorher erstmal gucken, bevor ich das tue. Best 007 Game ist ever. Ja, GoldenEye auf dem N64, das stimmt. Das ist sowieso das beste 007 Game. Meiner Meinung nach auch. Alter, geh pennen. So. Meine Güte. Das war jetzt aber auch schwer. Blood von der Eis. Erinnere mich ein bisschen an Half-Life jetzt gerade mit den Brettern. Ich hatte mal ein 007-Game auf dem N64. Das war geil, ja. Das war GoldenEye war das gewesen. Das ist meiner Meinung nach auch immer noch das beste, beste 007-Spiel ever. Was ich auch sehr gerne auf dem N64 noch gespielt habe, war Der Morgen stirbt nie und wie ist es nochmal? Die Welt ist nicht genug. Die beiden Spiele kamen ja, glaube ich, auch noch drauf. Die waren auch noch gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen war der Multiplayer ganz geil gewesen mit den Bots. Das hätte ich mir gerne auch noch in GoldenEye gewünscht, aber es kam ja leider nie. Aber dafür war Perfect Dark umso geiler. War ja auch von den GoldenEye-Machern. War ja Rareware war das ja gewesen damals. So, müssen in den Destillierbezirk. Der ist da, ne? So. Dann schauen wir doch mal.
Ich habe übrigens immer noch einen N64 hier. Ich wollte mir einen neuen Controller mal organisieren dafür, weil da so ein bisschen der Stick ausgeleiert ist. Boah, ich würde so gerne mal wieder GoldenEye spielen. Das ist voll lustig. Vor allem wie die Gegner-KI damals so war, fand ich cool. Und die Geräuschkulisse so. Oder wenn du sie so gemessert hast. Ja, Perfect Dark. Bester Shooter ever. Ja, war ja von den Goldeneimern. Hey, 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 Moment. Mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Keine Ahnung. Ach, halt's Maul. Halt's Maul, genau. Außer, dass ich nicht weiß, welche Münze wie viel wert ist. Genau. Ja, und wie gesagt, Perfect Dark habe ich bis zum Erbrechen gespielt und gesuchtet. Ich habe sogar teilweise, ich glaube, ich habe es viermal durchgespielt. Es gab ja verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und dann gab es ja noch so Bonuslevel, wenn man die Schwierigkeitsgrade durchgespielt hat. Sowas gibt es ja heutzutage kaum noch. Und da habe ich den Multiplayer-Part so oft gespielt, weil man konnte ja so viele Bots auch kombinieren. Es gab ja diesen Feichling-Sim, dann gab es diesen Rache-Sim. Und die konnte man ja miteinander so kombinieren alles. Und die Karten waren auch sehr geil. Und ich habe sogar noch das Lösungsbuch hier mit den Guides. Habe ich übrigens auch noch hier. Prost zusammen. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Über seinen vermissten Mann. Fletcher, ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hatte auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lange. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Pauli ist tot? Schade. Einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Siehst du? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Mhm. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Okay. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Okay. Welchen Gefallen? Interessant. Woran haben Sie gedacht? Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Mhm. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Mhm. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug noch rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slackjaw es auch nicht. Klingt gut. Würde ich sagen, machen wir das mal. Willst du die Need for Speed Beta spielen? Hab keinen Key bekommen. Also werde ich die Beta auch nicht spielen. Leider. So, jetzt muss man eben schnell schauen. So, Ziele. Nicht tödlich. Eliminieren. Optional. Begib dich über das Captain Chair Hotel zu Golden Cat. War da nicht gerade was mit Nebenaufgabe? Verlauf anzeigen. Begib dich zu Golden Cat, nicht tödlich. Eliminiere die Pendleton-Zwillinge in der Golden Cat. Gut, dann werden wir mal in Richtung. So, was haben wir hier? Vitalität. Gesundheit erhöht sich. Ja, machen wir mal. Das machen wir mal.
Du besitzt eine weitere Gesundheitsanzeige. In der zweiten Stufe regeneriert sich deine Gesundheit stärker und schneller. Okay. So, da können wir nichts mehr kaufen. Knochenartefakte. Ja. Du kannst Gegenstände etwas weiter werfen. Hm, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann werden wir mal. Habe ich das Herz noch ausgerüstet? Ja, habe ich noch. Ich habe es gerade gespielt, ist richtig low mit dem ersten Auto. Yep. Mach sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich mir kein Urteil darüber bilden. Ich weiß es nicht. Slow, ist richtig slow. Ja gut, so war es ja am Anfang bei Need for Speed immer so, ne? Man fängt ja immer mit so einem langsamen Auto an und arbeitet sich dann immer Stück für Stück nach oben. Das ist ja mittlerweile Trend, oder mit den Codes zu der Beta Rainbow Six. Habe es auch nur... Was? Rainbow Six? Gab es auch nur die Codes irgendwann? Ja, ich hatte, glaube ich, jetzt vor kurzem sogar noch ein paar Keys gekriegt von der Rainbow Six Beta. So, was wollte ich denn? Golden Cat. Knochenartefakt. Hier müssten wir eigentlich alle erledigt haben, ne? Hier waren da, glaube ich, keine mehr. Da steht noch jemand. Ach, das ist hier der Verkäufer, ne? Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Ja, will ich mal ansehen. Gute Preise, versprochen. Können die gut? Ja. Zeigen wir mal, was sie für mich haben. Oh, die Betäubungsbolzen werden wir erstmal kaufen. Und jetzt schaue ich mal. Was aber ganz. Also, heute ist eine ganz schöne Verzögerung drin, zumindest auf der Capture-Karte gerade. Deswegen mache ich jetzt mal kurz eine Folgenpause für dich und dann sehen wir uns gleich wieder.